Yo, was geht ab? Willkommen zurück zu Palworld. Mit so einem schönen Bettchen. Texturen sind nicht richtig geladen, oder bin ich dumm? Nee, sieht. Keine Ahnung. Okay, wir müssen noch unsere 5 Lambites fangen. Und mein Lager ausbauen auf Stufe 7. Und 30 Pauls müssen wir insgesamt fangen. Das machen wir heute alles. Oh, Lagerverbesserung V. Baue Holztruhe. Okay. Erstmal, ich habe wieder die ganze Steuerung vergessen. Es kracht doch in meinem Kopf. Kann ich irgendwie. Warum kann ich immer nur eine Plattform bauen? Oder bin ich. Geht das anders noch? Huch. Na egal. Oh, Holz und Stein. Ich habe keine Bälle. Ah, hier sind 6 Stück. Oh, perfekt. Und verprügelt diese Gummus-Dinger. Weil die haben hier die Grenze überschritten. Das ist nicht nett. Das ist immer noch meine Hut. Ein Homie rennt einfach weg, um ihm zu helfen. Was ein Homie. Wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde. Boom. Dann leuchtet was grün. So, dich habe ich eben gesehen. Kremis. Einmal gebe ich nur eine. Bam. Ja, heute bin ich on fire. Heute wird gefangen, was das Zeug hält. So, was bist du? Liv-Munk, Statue, Stadt, ja. Stein. Und hier ist noch was. Notizen eines schiffbrüchigen Tag XX aufgesammelt. So, dann bauen wir diese Sachen. Habe ich die ganze Zeit gesprintet. Jetzt habe ich keine Ausdauer mehr. Ich werde auf jeden Fall Ausdauer erhöhen. Ich glaube, Ausdauer ist der Way to go. Wir müssen auf jeden Fall ganz viele Palladium-Bruchstücke farmen. Weil wir müssen sehr viele Dinger herstellen. Viele Pokebälle. Palbo. Wie heißen die Dinger nochmal hier? Palsphären müssen wir herstellen. Ich will nicht dauernd Pokéball sagen. Ich bin ja kein Pokémon. Das nehmen wir noch mit. Ah, unsere Ausdauer. Komm mal raus hier. Kannst du irgendwas machen? Was Cooles? Wird dein Schaden beim Holzfällen erhöht? Ah, der erhöht meinen Schaden beim Holzfällen. Holzfällerassistent steht auch unten. Okay, habe ich auch einen Stein. Hier so ein Ding. Ey, ich muss das auf Q wegbinden. Ich werfe es immer automatisch. Ja, aus Versehen, nicht automatisch. Oh, Steine brauchen wir auch noch. Gibt aber viel Stein. Okay, unser Inventar ist gleich voll. Ich gehe noch mal kurz darüber. Oh, ich habe gerade gebetet, dass ich schwimmen kann, ne? Ach, unsere Muskeln im Wasser. Was eine Maschine. Ich weiß nicht, was sie bringen, aber das werden wir bestimmt noch herausfinden. Ey, mein Viech taucht einfach. Ich hoffe, es kann lange die Luft anhalten. Unsere schöne. Wo ist vorne? Sieht überall gleich aus. Okay. Sicherheitseinstellungen brauchen wir nicht. Wir spielen ja alleine. Nein, ich werde es nicht reintun. Ich will es essen. Bing, bing, bing. Ach, warte, ich kann sie auch braten. Dann bringt das vielleicht mehr, ne? Hallo. Okay, perfekt. So, jetzt kann ich hier Level erhöhen, richtig? Oh, habe ich auch schon gemacht. Baue Futtertrog und Palstrohbett. Drei Betten. Ah, ich kann jetzt drei Pals hier im Lager haben, weil ich es erhöht habe. Cool. Dann kommt noch ein Gummus da rein. Und ein Lammball. Spawn einfach darunter. Natürlich. Was für Stein? Oh, der sammelt Stein. Der hat einen Stein auf dem Kopf. Hat der Arme? Oder wie trägt er das? Sein Hörnern. Ach, und der bringt das in meine Truhe. Ah, nice. Okay, ich will nicht, dass die so komisch auf dem. Wie weit geht der Radius? Hier vorne ist er vorbei. Ich will nicht, dass die so komisch hier drauf schlafen. Ich will die sollen auch einen bequemen Ort haben. Die sind ja nicht so. Den kriegen die auch so ein schönes Fundament, damit die auch gerade schlafen und nicht so schief. Wisst ihr, was ich meine? Die sind ja nicht unmenschlich. So, und hier kommen jetzt Paul-Betten rauf. Verdammt, wenn ich Holz hätte. Oh, ich bin überfüllt. Das ist doof. Ich kann genug Betten bauen, aber. Warte, was brauche ich für Palbett?
Holz und Fasern. Okay, das heißt, ich kann die Steine erstmal wegschmeißen. Komm gleich zurück. Boah, der ist übers Feuer. Er brennt sich selber an. Ich wollte gerade sagen, er ist übers Feuer gesprungen. Was machst du denn? Bist du dumm? Ja, was soll ich machen? Geh ins Wasser da. Kann ich zurückholen. Du Trottel. Du brennst immer noch. Hab dich gelöscht. Kein Problem. So, mach das nicht nochmal. Braucht die noch vielleicht. So, Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Das kann... Der hämmert das zusammen. Ich glaub's ja nicht. Wie kann ich das am schnellsten abreißen? Soll einen Knopf geben. Rückbaumodus. Ah. Boom. Und dann Rückbau einstellen. Und hier können wir selber dann kloppen. Wollen wir die Betten... Ach, das kann der gleich machen, während ich unterwegs bin. Bin ich sein Sklave oder was? Er ist meiner. Was ein Idiot ich doch bin. Okay, jetzt brauchen wir... Hier, davon muss ich ganz viel herstellen. Ich freue noch die Steine. Ey, was geht? Oh, der hilft mir. Ey, das ist mein MVP. Der ist mein Lieblingspal. Ja, hast du fein ge... Huh? Oh. Wie habe ich das gemacht? Komm mal her. Ey, komm her. So, jetzt herkommen. Ich habe eine Keule. Ich habe eine Fackel. Axt. Keule. Axt. Wo ist meine Keule? Da ist Keule. Ja. Kann ihn einfach nehmen. Aber was bringt das? Ich kann einfach rumwerfen. Der Arme. Okay, dann gehen wir mal Lambalz holen. Die waren ja im Anfangsgebiet. Und das Anfangsgebiet war hier oben. Moin, ich tu dir nichts. Ich könnte dir wahrscheinlich auch gar nichts tun, aber... Jo. Komm, euch will ich auch noch. Brauch ja eh paar Level und so. Kannst du mir auch helfen? Oder guckst du zu, wie ich sterbe? Ich sollte mir vielleicht doch Pfeil und Bogen bauen. Oder? Zurück. Nein. Zurück. Ja, gar kein Problem für mich. Hallo. Dich brauche ich. Ich habe ich. Stell dir vor, der bricht einfach bei 99% aus. Zum Glück könnte auch nur ich haben. Oh, ein paar Sträuche mitnehmen. Was sind diese Seelen hier? Oh nein. Bin wieder drauf gekommen. Wie mache ich das weg? Ich will nicht werfen. Abbrechen, Rechtsklick. Kann ich auch höhere Lambalz fangen? Oh, ich habe ihn getötet. Oder nur Low-Level Lambalz. Gibt es keine hohen Lambalz. Nur irgendein Schmutz. Ja. Die sind ja free eigentlich, oder? Kann man die überhaupt verfehlen? Lambalfleisch habe ich gekriegt. Von dem anderen eben, oder? Unten sind zwei Lambalz. Das sind vier Lambalz, sehe ich hier. Auch nochmal zwei. Da ist eine Truhe. Da gehen wir natürlich auch gleich hin. Nachdem ich dich, knuffiges Ding, verprügelt habe. Und dich. Warte mal, wenn ich auf die haue, kriege ich Fleisch und Wolle. Nimm das Erz einfach mit, weil ich weiß noch nicht, ob ich es brauche, aber wahrscheinlich. Nimm deine Ausrüstung und deine Points, mach dich bereit und besiege den Boss im Turm des Rain Syndicates. Wow. Jetzt schon. Boss töten. Waffenbruch. Meine Waffe kaputt gleich? Oh. Wie kann ich die reparieren? Wahrscheinlich in meiner Base. Ja, hungrig bin ich auch. Ich kann noch ein bisschen warten. Ich kann die noch verwenden, oder? Irgendwie, keine Ahnung. Bringt nicht viel. So, da fangen wir uns doch die ganzen Lambalz da unten. Ich habe Angst, da reinzuspringen, weil ich glaube, das Wasser ist zu niedrig. Ich habe auch keine Ausdauer mehr. Ich wollte gerade einen auf Spider-Man machen und einfach runterklettern. Puh. Knapp. Herkommen. Muss die leider verprügeln. Und dich auch. 5 Stück habe ich noch.
brauche gar nicht so zu gucken. Ich habe eure Freunde verprügelt. Habt ihr richtig gesehen? Hinterm Rücken verprügelt ich seinen Freund. Der wundert sich auch nur, hä? Wo ist mein Schäfchen denn, was hier gerade noch hinter mir war? Tja, es ist im Ball. Ja, renn! Sonst bist du der Nächste. Lauf, hör auf, ich krieg dich. Ja, wir hast du mal nicht weggerannt. Jetzt will ich dich erst recht. Ja. Dich krieg ich. Du brettst in deine Sackgasse, du kannst mir nicht entkommen. Komm her. Ja, brauchst mich gar nicht anmiauen. Hast du davon? Verhalte dich niemals auffällig. Ich kann nicht mehr zuschlagen. Wow, okay, ich dachte, der chillt. So. 90% easy. Haben wir auf jeden Fall. Yo, Bro. Nur weil ich deinen Freund gefangen habe, oder was? Dreh mal nicht so am Rad hier jetzt. Weil jetzt bist du der Nächste. So, ich will in meine Base. Wie viele Bälle habe ich noch? Ein. Und der geht für dich drauf. Oh, zu früh geworden. Hör auf, dich an mich ranzurollen. Hast du davon? Guck mal, man kann die rumrollen. Das ist auch ganz cool. Das Game hat einfach Physics. Freut mich wieder mehr, als es sollte. Und tschüss. Ich roll dir ein bisschen meine Base. Hab vergessen, wo meine Base ist. Hier unten, oder? Vielleicht will ich den ja als Geschenk haben. Hallo, Elefant. Hab euch was mitgebracht. Ach, ich habe hier auch eine Erzmine direkt. Dann knallen wir hier jetzt alles voll rein mit Lambalz. Den tauschen wir aus. Wen will ich noch in meine Gang? Noch ein Lambalz zum Kämpfen? So. Dann bauen wir uns mal wieder ein paar Dinger. Arbeitsmenge 12. Er meldet sich freiwillig. 12 Pals muss ich noch fangen und mein Lager ausbauen. Was brauche ich noch mal, um mein Lager auszubauen? Ich hab's vergessen. Ah, Futtertrog. Genau. Dann brate ich mir noch Essen. 31, wow. Und ihr habt derzeit schon 4 Stück hat er hergestellt. Sehr gut gemacht, deine Sambal. Jetzt brat mir Essen. Das macht er wahrscheinlich selber. Hoffe ich. Ein Futtertrog. Den kriegen sie hier. Boom. Ja, den wollt ihr bauen, ne? Da kommt ihr ganz schnell her. Dann baut mal. Ah ja, ich mache mir Bären und brate in der Pfanne einfach Ei und Hähnchen. Natürlich. Hähnchen finde ich auch benötigt Feuer. Feuererzeugung. Ja. Kann ich da nicht auch ein paar für verwenden? Kann ich nicht meinen den hier? Achso, wenn ich den reintue, kann der kochen? Ah, wegen Feuererzeugung. Da war auch so ein Flammensymbol, deswegen habe ich gedacht, okay, das geht. Und es geht tatsächlich. Habe ich mir die Bären genommen? Gegrillte Bären. Bup, 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 bup. So, und der Futtertrog, was kann ich damit machen? Da kann ich Sachen reintun. Saatgut zum Anbau. Das kommt da nicht rein. Ihr kriegt Lammballfleisch. Nee, das ist Kannibalismus. Das ist irgendwie krank. Ihr kriegt ein Stück Brot. Groß und Ganzen habe ich aber alles gemacht, was ich machen wollte, richtig? Boom. Baue Bärengarten, setze ein Pal für Arbeiten im Lager ein. Das habe ich schon mal gemacht. Oh, ich kann jetzt 4 Pals im Lager haben. Das heißt, ich brauche noch ein Bett, oder? Boom. Kommen die Lammballs auch irgendwo? Da kommen sie. Und dann kommt... Was kann der denn? Was können die anderen? Wo steht das? Steht da irgendwas bei? Er kann auf jeden Fall arbeiten, aber was arbeitet der? Was bist du? Freizeit. Kannst du irgendwas? Er geht schlafen, natürlich. Wie kann ich reparieren? Reparaturset. Damit wahrscheinlich. Was passiert jetzt? Ich wollte meine... Das hier reparieren. Meine das hier. Wo habe ich es hingeschmissen? Kaputte Gebäude können damit repariert werden. Oh. Hätte auch lesen sollen. Ach, vielleicht kriege ich es noch hin. Wir finden schon eine Lösung. Ich muss erst mal das ganze Fleisch und so braten. Ein paar schlafen ja jetzt. Die faulen Säue. So, abbrechen, Rezept wählen. Lambal Kebab. Oh. Das wird euch morgen freuen, wenn ich eure eigene Dinger an euch verfüttere. Ihr rote Beete. Seid glücklich damit.
kann leider nicht schlafen, weil ich habe kein Dach über dem Kopf. Aber das ist in Ordnung. Wir bauen erstmal unser Haus ein bisschen weiter. So ungefähr. Und jetzt Wand. Das nervt mich, dass ich das immer so neu anklicken muss. Und dann gibt es einen Trick. Benutze Statuspunkte. Mir ist immer noch kalt. Wir gehen natürlich auf Ausdauer. Was ist das für rote Dinger? Ah, das sind Bären. Ich dachte, mich gucken irgendwelche bösen Gegner an. Ja, gut. Dann gehen wir kurz in Technology-Baum, während ich hier in der Hitze bin. So, was haben wir denn? Stoffkleidung brauche ich nicht. Alarmglocke. Mhm, klingt interessant, nehme ich mit. Bauwerk, eine Schlingenfalle. Nur für kleine Pals und Menschen. Ne, brauche ich glaube ich auch noch nicht. Bärengarten brauche ich, soll ich als nächstes Jahr bauen. Eine Viehfarm. Ein Gleitschirm klingt auch ganz cool. Wie viele Punkte habe ich denn? Wo sehe ich das? So ein 11. Feuerbogen brauche ich auch noch nicht. Bin ich so der Fan von Range. Hölzerne Wohnzimmer-Möbel-Set. Dekoratives Kram brauche ich auch noch nicht. PAL-Ausrüstungswerkbank. Ja, vielleicht. Ein Bauwerk. Bringe hier Opfer da, um dich und deine Pols stärker zu machen. Das klingt immer gut. Leute opfern. Standfackel. Unbekannter Gegenstand. Ja, es gibt hier sehr viele Deko-Sachen auf jeden Fall. Holzfällerlager klingt gut. Steinbruch klingt gut. Schildbräu noch. Baseballschläger, weiß ich noch nicht. Brutkasten. Antike Technologie. Wie kriege ich denn diese Punkte? Klingt auf jeden Fall interessant. Aber ich würde sagen, wir machen hier erstmal Schluss. Und sehen wir uns im nächsten Part wieder. Und auch am nächsten Tag. Bis dahin, meine Pals sind wach. An die Arbeit mit euch. Haut rein.